In diesem Teil schauen wir uns die Möglichkeit an, eine Schülerin, einem Schüler einen Auftrag direkt zuzuweisen. Wir starten auf der Lehrpersonenseite, gehen in das Lernarrangement und wählen uns einen Auftrag aus. Gehen in Auftrag betreuen und wählen die Option Auftrag zuweisen. Daraufhin öffnet sich dieses Fenster und wir können eine oder mehrere Schülerinnen und Schüler auswählen. Wir wählen jetzt mal nur Alpha Saturn aus, können hier optional eine Sozialform wählen und ein Enddatum festlegen. Diese Angaben werden den Kindern später auf der Kachel angezeigt. Das Enddatum können wir übrigens auch mit Freitext überschreiben, also zum Beispiel bis nach Pfingsten. Wir wählen jetzt hier ab wieder ein Datum und bestätigen den ganzen Dialog mit Zuweisung aktualisieren. Gut. Wir haben schon gesehen, im Hintergrund ist was passiert, nämlich wird diese gemachte Zuweisung hier nochmals zusammengefasst und unten die Kinder in eine Liste aufgeführt. Wir können nun jederzeit in den Auftrag, also in den gelösten Stand des Auftrags von Alpha Saturn reinklicken. Es wird hier auch der Status angezeigt, das heißt, wenn Alpha Saturn begonnen hat mit ersten Eingaben, werden wir hier das in Bearbeiten-Icon sehen, wenn Alpha Saturn abgeschlossen hat, entsprechend das Abgeschlossen- oder Fertig-Icon. Gut. Schauen wir uns nun die Auswirkungen auf der Schülerseite an. Ich lade die Seite neu. Und im Bereich Mein Unterricht erscheint nun die Auftragskachel mit der Angabe, dass es sich um einen zugewiesenen Auftrag handelt. Und unsere optional gemachten Zusatzangaben mit Datum und Sozialform. In der Regel werden nun die Schülerinnen und Schüler natürlich über diese direkt zugewiesene Kachel einsteigen. Sie haben natürlich aber auch die Möglichkeit, über die Übersicht die Lerninhalte inklusive der Angaben zur Zuweisung einzusteigen. Ich wechsle zurück auf die Homepage oder die Startseite. Gut. Und öffne den Auftrag. Ich löse hier jetzt eine Übung. Das heißt, ich mache aktiv eine Eingabe. So. Wir gehen wieder auf die Startseite und sehen nun, dass diese Kachel das In-Bearbeiten-Symbol erhalten hat. Auf Lehrpersonenseite wird nun ebenfalls das Icon Begonnen angezeigt. Schließen wir auf Schülerseite den Auftrag ab. Verschwindet auf der Schülerseite die Kachel aus dem Bereich Mein Unterricht. Das heißt, nach Abschluss einer Kachel wird die Kachel den Schülern zuoberst nicht mehr angezeigt, aber natürlich ist sie weiterhin über die Übersicht aller Lerninhalte des Lernarrangements erreichbar und auch entsprechend markiert. Wechseln wir auf die Lehrersicht, aktualisieren wir die Seite, sehen wir nun das Abbild und die gemachte Einschätzung und können uns, wie gesagt, in den Auftrag reinklicken. Gut.
Sie können natürlich jederzeit diese Zuweisung bearbeiten. Das heißt, Sie können weitere Schülerinnen und Schüler aus der Liste auswählen, worauf Ihnen ebenfalls diese Kachel zu oberst angezeigt wird. Was Sie nicht machen sollten, ist eine bereits gemachte, zugewiesene, einen gemachten zugewiesenen Auftrag wieder hier aus der Liste entfernen. Denn das hätte zur Folge, dass der ganze Lernstand gelöscht wird. Breche hier ab. Wenn Sie möchten, dass die Auftragskachel von Ihrer Startseite entfernt wird, also diese Kachel aus diesem Bereich verschwindet, können Sie den Link anwählen von meiner Startseite entfernen. Bestätigen. Daraufhin ist die Kachel von Ihrer Startseite entfernt. Sie können natürlich später die Kachel Ihrer Startseite wieder hinzufügen. Das ermöglicht Ihnen, die Ansicht hier aufzuräumen, ohne aber, wie erwähnt, die Lernstände der Schülerinnen und Schüler zu löschen. Sie haben nun gelernt, wie Sie Aufträge aus dem Fil Rouge heraus den Schülerinnen und Schülern zuweisen können und die durch die Schülerinnen und Schüler gemachten Eingaben einschätzen und ansehen können.